Das ist richtig. Smarte Sensoren haben die Eigenschaft, dass sie Daten zu Informationen verarbeiten, das vor Ort, gleichzeitig connected sind und dadurch in der Lage sind, neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Man kann sich das vorstellen im Dienstleistungsbereich, neue Services in der Wartung etc. Smarte Sensoren vervielfachen damit ganz einfach den Einsatz in der Produktion, in der gesamten Wertschöpfungskette von Maschinenbauern und Unternehmen, die Maschinen unserer Unternehmen im Einsatz haben. Ja, smarte Sensoren haben all das, was ein traditioneller Sensor auch hat. Zusätzlich haben sie eine Rechnereinheit direkt an Bord, die die Daten direkt zur Information verarbeitet, teilweise schon mit künstlicher Intelligenz bestückt. Außerdem gibt es eine Kommunikationseinheit, die dafür sorgt, dass die Daten auch entsprechend direkt in größeren Netzwerken genutzt werden können. Die Daten und Messwerte sind bereits zur Information verarbeitet. Dadurch können die Nutzer oder auch diejenigen, die die Daten empfangen, eigentlich auf Informationen oder sogar schon Handlungsempfehlungen zugreifen und somit ihre Entscheidung treffen und das ganze Geschehen, den Prozess, sehr viel besser steuern als in der Vergangenheit. Ich habe dadurch unter anderem die Möglichkeit, Prozesse und Abläufe sehr viel stärker zu automatisieren, schneller zu sein, Geschwindigkeit in alle Stellen der Produktion und die weitere Verwendung der Anlagen und der Produkte zu bringen. In unserer Studie haben wir ein Potenzial von bis zu 30-40% ausgerechnet für einzelne Sektoren und Anwendungsfälle. Das heißt, Sensoren können heutzutage wirklich, wenn man übergreifend über die Wertschöpfungsketten schaut, sehr, sehr hohe Kosteneinsparungspotenziale mit sich bringen. Das schließt sich ehrlich gesagt über eigentlich sämtliche Sektoren. Es gibt Unternehmen, gerade auch aus dem Life Science Bereich oder natürlich im Automobilbau, auch in der Lieferkette von Automobilherstellern, wo sie sehr hohe Einsparpotenziale haben aufgrund der sehr schnellen Taktung dieser Produktionsprozesse. Wir gehen auf Losgrößen, die bis zu Losgröße 1 logischerweise natürlich gehen. Und da sind alle Prozessoptimierungen, die ich erreichen kann, im Sinne der Automatisierung, aber auch im Sinne der höheren Flexibilität zwischen den verschiedenen Playern der Wertschöpfung, einfach von enormem Potenzial.